Ja, wir sind heute hier in Berlin in der AMD, Akademie Mode Design, und wir beschäftigen uns mit der Auswahl der Farben für die Mode Europe Color Card Frühjahr Sommer 2020. Ist noch lang hin, aber es ist ganz wichtig, wie wir auch eben gehört haben von den Gerbereien, dass diese Farben schon sehr früh feststehen, also möglichst früh schon auch deutlich vor der nächsten Linie Pelle, damit die Unternehmen schon mit diesen Farben arbeiten können. Wir haben heute festgestellt, dass vor allen Dingen viele neutrale Farben eine wichtige Rolle spielen, weil die Mode insgesamt etwas cleaner wird. Man spricht auch wieder mehr von femininen Looks. Sogar die Heels, die Absätze sollen wieder eine Rolle spielen. Aber nichtsdestotrotz werden auch sehr starke, kräftige Farben nach wie vor eine wichtige Rolle spielen. Und ich glaube, ich habe so ein bisschen heraushören können, dass eines der Highlights der neuen Saison Frühjahr Sommer 2020 ein Mintton sein wird. Ein Mintton, den man jetzt auch in einigen Schauen schon gesehen hat, der dann kombiniert mit anderen hellen Tönen. Und ich glaube, die Kunst liegt wiederum im Zusammenspiel, in der überraschenden Kombination von verschiedenen Farben. Mr. Sadiq, it's good to have you here again in Berlin, and we are looking here at the great choice of leathers. How many leathers did you bring? This season for summer 2020, we have 536 leathers from 20 tanneries from India. So this is really a lot. And what are the Indian tanneries? What are they doing with our colors? Are they very important for them? Is it the right time that you now provide them with the new colors? Linea Pelle is the test bed for the colors of the Mode Europe seasons. At the recently concluded Linea Pelle fair, it was observed that a lot of reds and violets were in fashion. Also, if one speaks about materials, there were a lot of smooth leathers and also velours and some prints and patterns as well. So that's the direction. And this is important for the Indian tanner and product manufacturer, that he needs a Mode Europe color card every season. Like a guidance, yes. Like a guidance. And you are talking now about the winter season, and I think it's really a good proof that all the colors correspond to our color card. But what we are doing now here is that we are talking already about the colors in spring, summer 2020. Yeah, it's a long time ahead. What do you think about the new colors? What is one of the most important color range for you? Speaking about summer 2020, the Indian product manufacturers, particularly the shoe manufacturers, they cater to a lot of big brands, and these brands want the color information well ahead of time. Mm-hmm. So, which means as soon as I get back home, there would be this demand for the information as to when they would get the summer 2020, because by January they need to make their presentation to the buyers, which is what. Of course. And what is for you the most important color trend for next summer? We have always had different markets. Mm-hmm. We've had all the big brands buying from India. So. This is in terms of shoes and bags. So it's always been the neutrals that have done the best. And we're looking at continuing with these neutrals. It's a bit tricky with the lighter colors as well, but there's a lot of color as well as neutrals. When I'm looking here on the table, I see a lot of red and yellow shades. Is yellow a good color for shoes? Yes, yellow is a good color for shoes because we see them in the retail as well, and people are now picking up yellow shoes too. I think it's a good idea because yellow is also a kind of optimism, and we all need this in these times. Thank you, Mr. Sadiq, for helping us, and thank you. I think it's now almost 50 years of collaboration, isn't it? 50 seasons of collaboration. That's 50 seasons, 25 years. Quite a long time. Let's continue. Thank you very much. We will continue. Thank you. Thank you. Mirko, stiamo lavorando qua sulla color card 2020. Incredibile, no? Molto tempo ahead. Cosa secondo te sono i colori più importanti?
Allora, oggi abbiamo fatto, devo dire, un ottimo lavoro, secondo me, per la nuova tendenza, con colori molto vivaci, accesi. Abbiamo abbandonato un po' questi toni pastello, molto light, che fanno anche un po' triste alla fine, dando un po' di vivacità, di colore più powerful, diciamo così, alle nuove tendenze, con dei bei toni di viola, di giallo, di verde, che speriamo avranno successo nelle nuove collezioni. Ho visto sulla Mother of Color Card che ci sono anche colori, diciamo, un po' neutri, perché si parla molto di un ritorno anche della femminilità e anche di un look un po' più clean. Cosa dici? Come vedi questa tendenza? Sì, sono stati introdotti anche dei colori molto naturali, infatti c'è anche un tema che ricorda molto la natura, con materiali anche molto scarichi, molto leggeri, molto puliti. Anche perché si continua a parlare sempre di più di materiali ecosostenibili, per cui è un concetto che non possiamo abbandonare, ma dobbiamo tenere presente per il futuro. Decorazione? Per ora non abbiamo messo molte decorazioni importanti, diciamo che abbiamo scelto le superfici pulite per dare una chiara indicazione di quello che è il colore. Probabilmente verrà introdotto poi anche una nuova appendice per far vedere qual è anche la ricerca stilistica del materiale, però per la cartella abbiamo preferito mettere colori puri per poter far vedere cos'è. E vuol dire lo stesso anche per gli stampati? Come vedi i disegni, o è tutta una cosa un po' più clean, più tranquilla? Sembra che sarà molto clean. Qualche stampa è stata premessa molto geometrica per intagli, quasi per andare a ricercare il materiale naturale, con quella raffia, l'impagliato, per cui cose abbastanza semplici come quindi stampa. Più grafico, meno florale, si può dire? Sì, sicuramente. Ok, e l'Italia, quanti pelami avete portato? Questa volta non molti, diciamo la verità, perché c'è stato anche un po' poco tempo, perché è sempre più rush il time per fare le cose, però sono stati scelti dei colori anche dalla nostra collezione, speriamo che funzionino. Mille grazie, è sempre un piacere lavorare con Biochimica, grazie. Anche per noi è un piacere venire qui al Mode Europe. Ja, ich freue mich jetzt mit Martin Wuttke sprechen zu können. Martin, du hast heute maßgeblich diese Color Club Conference von Mode Europe organisiert. Wie ist so dein erster Eindruck? Wie ist die Stimmung? Ja, ganz hervorragend. Darf ich das selber? Ja, das ist so einfacher. Stimmung gut, anstrengend wie immer, aber das ist auch Sinn der Sache. Energie und Energie. Nee, aber es ist sehr, sehr gut. Wir sind so gut besucht wie, glaube ich, noch nie in der Geschichte von Mode Europe. Wie viele Leute sind denn gekommen und vor allen Dingen aus welchen Bereichen? Also ich denke, das waren über 42 Teilnehmer aus dem Bereich Schuhdesign, das waren aber auch Schuhfirmen, Taschenhersteller, 3D-Designer, Verbundsgruppen, also ein kompletter Mix, Young Designer, Fashion-Tech-Designer. Dann haben wir noch einen Design-Thinker dabei als Guest-Speaker, also wirklich eine komplett runde, ungewöhnliche Zusammenstellung für viel Inspiration. Ich glaube, das ist genau der Punkt, dass die Branche ja auch neue Impulse braucht. Jetzt sprechen wir ja hier heutzutage tatsächlich schon über Frühjahr, Sommer 2020. Man traut sich das kaum zu sagen. Die Farben sind ausgewählt. Man sieht im Hintergrund, werden die Ledermuster geschnitten. Was ist aus deiner Sicht das wichtigste Thema für den übernächsten Sommer, müssen wir ja korrekt sagen? Übernächster Sommer, Sommer 20. Ist viel Technologie. Wir haben eine Nicht-Rückbesinnung auf Unfarbigkeit, aber nach 6 Saisons von Farbclash ist die neue Revolution die neue Beruhigung. Also Nicht-Beruhigung, das klingt alles so ein bisschen blöd, aber Minttöne, softe Sparkling-Töne, nicht das vordergründige Metallic, alles ein bisschen gedämpfter, da wird es hingehen, aber es bleibt auch Sportlichkeit, also Farbe kommt auch nichts kurz. Ich denke, Farbe ist immer gut für den Sommer. Es gibt ja auch immer so ein bisschen diese Optimismus-Ausstrahlung, die die Branche ja auch braucht. Und als ich eben so ein bisschen zugehört habe, habe ich festgestellt, dass es sehr, sehr häufig auch auf überraschende, ungewöhnliche Farbkombinationen ankommt. Hast du da vielleicht mal ein Beispiel für uns? Da suchen wir mal, ob wir hier eins finden. Ein Beispiel wäre hier ein Grün, was mit einem Pink kombiniert wird. Also eine sehr natürliche, ja, naturnahe Farbgebung. Und auf der anderen Seite kommt dann ein Störer hinzu. Das ist sicherlich im Bereich des Themas Crafted Sensation, wo wir naturnah sind, eine spannende Sache. Aber auch ein sehr dunkler Bordeaux-Ton in Lack wäre zu nennen. Der ist aber gerade im Schneidemodus.
Da gehört er ja auch hin in den Schneidemodus. Ich sehe ganz viele Glattleder vor allen Dingen in der neuen Karte. Sind es zum einen wirklich eher wirklich diese cleanen Oberflächen? Wie viel Glanz spielt 2020 eine Rolle? Und gibt es überhaupt noch Potenzial für Drucke? Drucke haben wir auf jeden Fall. Wir haben gedruckte, doch wir haben Oberflächen. Aber es geht hin sehr viel zu glatten Oberflächen. Also wirklich polierte Oberflächen. Ein bisschen Struktur ja, aber das ist alles Debossed und Embossed und so weiter. Die ganze Überdekoration bei Ledern geht, glaube ich, etwas zurück. Und ich glaube, sind wir auch. Ich glaube, damit liegen wir richtig. Vor allen Dingen, was mich ja persönlich freut, ich habe deinem Vortrag eben gelauscht und du hast was gesagt, dass die Absätze wieder da sind, die Feminität. Du hast zwar auch gerade gesagt, die Sportivität bleibt. Worauf führst du das zurück, dass du mehr Feminität siehst? Nach 6 Saisons Sneaker und Logo und noch mehr Logo und noch mehr Hype und noch mehr Gucci und Print ist es in der Mode manchmal so, dass die Revolution eine Ruhe ist. Und diese Ruhe, Silence is the new loud, erleben wir gerade. Und ja, Heel is back. Also es gibt gute Hoffnung, dass wir wieder Damen in wirklich tollen Kitten Heels, High Heels, Booties mit Absatz sehen. Das ist traumhaft in leichten Ledern, gepanschten Materialien, dass wir wirklich die Leichtigkeit dann auch im Sommer im Stiefel erleben können. Das ist das Spannende und sicherlich toll für die Verkäufe hoffentlich. Ich bin ganz sicher, ich habe ja die Absätze nie so ganz negiert, muss ich sagen, aber ich freue mich, wenn es wirklich wieder ein großes Thema wird und du hast es gerade schon gesagt, der Handel braucht ja auch Impulse, wenn vielleicht die Frauen 20 Sneaker oder mehr im Schrank haben, dann müssen es vielleicht auch mal wieder High Heels sein. Ich bin guter Hoffnung, ich bedanke mich bei dir und ja, ich freue mich jetzt noch auf den Rest der Tagung. Wir haben noch ganz interessante Guest-Speaker und glaube ich auch noch eine tolle Diskussion, weil man sollte auch noch mal erwähnen, wir sind hier in der AMD und arbeiten noch mit ganz jungen Leuten zusammen, ja, die natürlich auch ganz spannende Impulse reinbringen. Ja. Herzlichen Dank. Da wollte ich mich jetzt nochmal anschließen. AMD, einfach traumhaft, die Zusammenarbeit, was hier mit jungen Designern passiert. Und nochmal danke an das ganze Team, ModEurope, die alle mitgeholfen haben. Unsere Synergy-Partner aus Indien, Europa, Italien, Bangladesch. Eine tolle Veranstaltung, tolle Farbauswahl. Ich glaube, wir können alle sehr, sehr zufrieden sein. Ich bedanke mich auch und freue mich jetzt schon auf die nächste Tagung. Die wird nächstes Jahr im April sein, vermutlich. Ja, das werden wir jetzt noch fest zementieren, an welchem Apriltag ganz genau. Okay, danke schön, Martin.